Wo bin ich hier gelandet? Das ist so krass. Das ist so krass. Ey, wie krass sieht das aus? Ich habe irgendwelche Geräusche gehört. Ich glaube, hier ist irgendjemand. Bitte, bitte schaut euch das an, wie alt die sind. Du bist es nie geworden. Au. Was? Ich glaube, es geht in den Urlaub. Ja, ich würde sagen, ich habe die Anmoderation vergessen. Jo Leute, was geht ab? Willkommen zu einem neuen Vlog auf meinem Kanal. Ja. Mit 2,5 Stunden Schlaf. 7 Stunden Autofahren. Ich werde ein toter Mann sein, ich werde gebrochen sein. Aber! Wir schaffen das. Du bist zwar nicht dabei, Snickers, aber wir schaffen das. Okay, let's go. Nice. Berlin, Berlin. Wir fahren nach Berlin. Nicht ganz. Templin. Ey, es hört sich aber ähnlich an. Stimmt wirklich. Aufnehmen. Oh, oh. We did it. Here we go. War noch im Plattenbau überragend. Nach 10 Stunden. 10 Euro pro Tag. Wir sind um ungefähr 8:45 Uhr losgefahren. 10 Stunden. 10 Stunden. Und was ist, wenn man öfter rein und raus fährt? Ist egal. Freunde, wir sind im Hotelzimmer angekommen. Alles leer. Ich würde sagen, wir gehen rein. Der erste Einblick. Seid ihr bereit? Epic Music. Okay, Spaß beiseite, ich war schon drin. Eine kurze Roomtour. Das ist das erste Mal für mich, dass ich allein in einem Hotelzimmer bin. Hä? Ist mir von selber angegangen? Die Geschichte ist vielleicht wahr. Andererseits könnte sie auch Fantasie sein. Was vermuten Sie? Haben wir denn hier schönes? Ein Schrank, einen sehr, sehr schönen großen Fernseher, muss ich sagen. Der gefällt mir sehr, sehr gut. 2 Betten und noch eine kleine Sitzmöglichkeit. Das Licht ging gerade von selber und dann noch der Ausblick. Bin ich mal gespannt, wie sieht der Ausblick aus. Ja. Ehrlicherweise dazu sagen, ich war noch nie allein im Hotelzimmer, wie ich ja gerade schon gesagt habe. Na gut, ich war noch nicht so oft im Hotel, muss ich auch dazu sagen. Ja, und wegen Corona und so eh schwierig gewesen. Deswegen das erste Mal für mich. Hier wird Erfahrung gesammelt und wir gehen jetzt rein ins Badezimmer. Ich will das nicht mal alles zu krass in die Länge ziehen. So, ich bin mal gespannt, wie das aussieht. Alles relativ klar. Kassi! Ah! Joa, Dusche, Klöchen, alles dabei. Das Gläser noch. Aha, hier seht ihr mich. Was geht? Ready, here we go! Boom! Das erste Mal alleine im Hotelzimmer und es wird legendär. Kleiner, aber fein, aber ich bin alleine. Es wird super. Wie gesagt, wir haben ganz viel Stau gehabt, Probleme mit dem Navi gehabt und haben uns teilweise irgendwie verfahren. Das Navi hat gespinnt, Probleme mit dem Reifen gehabt, das Auto hat gequietscht. Und dann auch noch bei McDonald's gab es einfach keine Cola. Das erste Mal bei McDonald's gab es keine Coca-Cola. Naja. Ich werde jetzt auf stille Örtchen gehen und mich ein bisschen abreagieren. Und wir haben es geschafft. Eigentlich braucht man so um die 7 Stunden mit Pause, würde ich sagen. Wir haben jetzt genau 10 gebraucht, aber hey, gar kein Problem. Let's go. Oh, fast gestolpert. So, rein geht's. Interessante Kombi.
sehr stylisch. Und das Beste habe ich schon gefunden. Mein Zuhause, Fußballplatz. Und der ist sogar relativ groß. Das ist es. Das ist es. Da sehe ich mich. Das ist doch mal ein stylisches Hotel. Picasso am Werk. Das Beste des Urlaubs. Wieder dran. Nee. Nein. Das. Nee. Bin gebrochen. So sieht es von außen aus. Mein Block, mein Viertel, meine Gegend reicht vom 16. bis zum 12. Stock. Wie ging es denn nochmal? Ach du Scheiße, ich bin. Nee. Da ist er. Wie heißt der See? Wie heißt der See? Wie? Lippesee. Lippe. Ah ja, da ist er. Sehr cool. Na, da verlust. Es gibt wohl noch einen. Kann man, ja. Schreibt den Tag. Naja, was soll man machen? Ich sag's immer wieder, es ist kein Zufall mit der 31. Und da steht ein Tor. Das soll wohl der. Ey, da steht noch ein Tor, das ist wirklich dieser Fußballplatz. Ach du Scheiße. Nein. Das ist der schöne See. Ach. Ey, das ist eine schöne Ansicht. Ja, wir gehen da jetzt gucken. So Freunde, wir gehen jetzt rein in Berliner Weiße. Laut Empfehlung von meiner Mutter. Kann ich. Okay, ich probieren. Erste Mal. Ja. Kann man trinken. Ja? Ja, ich bin immer noch gebrochen wegen dem Fußballplatz. Oh, cooler Start im Vlog. Ich hätte erst noch verpennt. Cool. Let's go. Die historische Stadtmauer. Guck mal, jetzt festgehalten für dich. Ey, was ist denn das für ein Laden? Ey, wie lang ist der bitte? Hast du das schon mal gesehen? Hör mal, ich geh mit dir. Achso, ich dachte, nimm voll auf. Ja, nimm mich auch. Ich wollte jetzt nicht stören. Och, ganz wichtig, die Basics für jeden Sommer. Also das soll jetzt das Elternhaus von Opa sein. Krass, das ist das Haus wirklich. Das ist so ein Bauernhof gewesen. Dokumentieren wir das, ist das Elternhaus von meinem Uropa gewesen. Krass. Also jetzt mal wirklich Butter bei die Fische. Wenn man so ein so ein Schloss sieht, erwartet man doch nicht so einen Fußballplatz, oder? Was ist das denn? Nee, also. Und da ist noch einer. Also, nee. Verstehe ich nicht. Ich habe ganz viele Fragen. Schloss Weizenburg. Überragend. Schön. Ja. Gerade mit der Baustelle, das sieht, kann man sehen. Sieht sehr, sehr schön aus. Messi, ich glaube es nicht. Generation. So, Freunde, wir befinden. Oh mein Gott, ich sehe es schon. Auf dem Weg zu einem Lost Place. Ich weiß nicht, ob man mich überhaupt sieht. Ey, wie krass sieht das aus? Ey, das ist niemals so groß. Guck dir das an. Guck mal hier. So wird das gemacht. Deswegen brechen wir nicht ein, weil es ist ja schon kaputt. Krass sieht das aus. Da ist noch so ein Loch. Es muss alles dokumentiert werden. Ich filme alles, ich dokumentiere alles. Das ist so krass, wirklich. Schaut euch das an. Man sieht wirklich gar nichts. Und hier sieht man nichts mit der Kamera. Boah, ist das krass. Kannst einen Film drehen. Oha.
Könnte echt ein Pool gewesen sein. Ja, muss ja. Ey, das muss alles dokumentiert werden. Oh, wo geht's da rein? Ja, garantiert. Ich bin echt sprachlos, wirklich. Das ist unbeschreiblich. Ich habe gerade schon irgendwelche Geräusche gehört. Ich glaube, hier ist irgendjemand. Aber es hält. Wir sind oben. Ich glaube, die Treppe funktioniert nicht mehr. Hey, hier geht's ja direkt wieder raus, hä? Guck mal. Kommst du so wieder raus? Wie wir wohl sehen können, wohnen da sogar welche in diesem Abteil. Deswegen gehen wir da nicht hin. Es geht sogar theoretisch noch weiter da hoch und noch eine höher. Zum... Boah, nee, sprachlos. Deswegen bleiben wir jetzt dementsprechend. Ey, das sieht so krank aus. Das sieht so krass aus. Ich wäre da sehr, so gerne wäre ich da reingegangen. Wirklich, das ist schade. Aber wir haben gerade schon gesehen, da waren Decken und so. Auf jeden Fall irgendwelche Leute. Deswegen gehen wir nur mal sicher. Und natürlich auch schauen, wo man hintritt, wenn man da durchfällt. Eieiei. So, wir sind jetzt einmal außen rum gegangen. Das ist der Teil, wo wir nicht reingegangen sind, weil anscheinend Leute drin sind. Boah, das sieht schon krass aus. Nein, einladen. Mal Hallo sagen. Auf ein Käffchen. Die haben, glaube ich, gar keinen Kaffee. Okay, das ist jetzt krass. Gut. Sogar mit Balkon. Ey, das ist wirklich so krass. Wirklich. Fehlen echt die Worte. Oh. Ich habe gerade irgendjemand gehustet, weil es sieht so krass aus. Das ist gut durch der Sand. Stimmt, da ist ein Fernseher. Was? Ich bin hier in einer Bar. Nein. Ich sitze hier in einer Bar. Ich bin der Einzige. In meinem Alter sitzen gefühlt nur Rentner. Hört euch das an, sitzt da im Hintergrund. Hier ist jeder mindestens 40 plus. Das wollte ich noch im Vlog erwähnen. Ich bin der Einzige in meinem Alter. Es gibt gefühlt keinen in meinem Alter. Entweder sind das irgendwelche Kinder, die maximal 12 sind, oder irgendwelche 30, 40, 50, 60, 70, 80-Jährigen. Hier ist auch gefühlt ein Altenheim. Hier ist alles dabei. Bitte, bitte schaut euch das an, wie alt die sind. Wo bin ich hier? Der Mann macht das Stimmung. Der hat richtig Bock. Guckt euch das an, wie alt die sind. Wo bin ich gelandet? Hab ich nie gewonnen. Hol mich hier raus. Das tue ich auch. Dritter Tag. Ey, krass, Freunde. Einfach mitten im Wald. Und gefühlt nirgendwo. Auch da hinten ist das Lockspace nebenbei. Schaut euch das an. Einfach ein Waldfriedhof. Von da, ich werde jetzt nicht hinfilmen, aber... ziemlich gruselig. Da steht ein Name, wann sie geboren wurde, aber nicht, wann sie gestorben ist. Ja, das ist gruselig. Mitten im Wald, einfach ein Waldfriedhof, habe ich noch nie gesehen. Eieieiei. Puh. Man weiß ja nie, also, was da noch spukt. Ja, man weiß es nicht. Was? 8 Hektar hast du gesagt, ist der groß, der Friedhof? Ja. Ach du Scheiße, was ist das denn? Da kommt auch eine Nebelbeschattung rein. Oha.
schief, es geht doch, es gibt doch. Seestern! Auf der Terrasse auf vorhandene Kleidung zu verzichten, muss sowie kurze Hosen bei den Herren. Kurze Hosen bei den Herren. Muss jetzt hier richtig, wie so eine Kamerafrau, weißt du, wenn der Ball dann geht, dann musst du so mitfilmen, weißt du? Ja. Musst du sehen? Ja. Okay. Das, nein. Läuft scheiße. Meine Kamera, ich hab gerade alle mit einem Versuch. Alle. Alle sind alle. Also, ein Versuch. Da rein, letzte Bahn. Glaubst nicht dran? Nee. Ach, ist das so scheiße. Glaubst nicht dran? Nee, vor allem. Geht das? Das ist doch viel zu hoch! Ey, ist so schlecht. Glaubst du nicht dran? Nee. So, Freunde, Breaking News. Ist das Hervorragendes passiert? Gestern wurde der Platz eröffnet und ich kann jetzt doch rein. Endlich, historisch. Schaut's euch an. Oh mein Gott. Guckt euch das an. Paris. Sprachen lernen, Bubble. Paradies meine ich natürlich. Für jeden Fußballer Kunstrasenplatz, überragend. Oh mein Gott, ein Traum. So, Probeschuss. Ah, ist okay, ist okay. Vierter Tag. Schaut euch das an, Croissants mit Nutella und endlich haben sie Bacon. Okay, Leute. Reiken nicht vergessen. Letztes Tor, sit back. EA Sports. It's in the game. They ask you how you are, you just have to say that you're. Habe ich noch nie gesehen. Einfach eine Eismaschine. Habe ich noch nie gesehen. Ich bin echt gespannt, wie das funktionieren soll. Da. Wie von meinem? Ja. Ey, ich sag ja, heute ist so ein Scheißtag, das ist ja unglaublich. Wie gesagt, ich habe das noch nirgendwo gesehen. Ich habe ja viele Automaten gesehen, aber kein Eisautomaten. Das ist für mich absolutes Neuland. Oh, was? Ey, wie geil ist das denn? Hä? Hast du das schon mal gesehen? Ich hab das noch nie. Und jetzt? Nope. Erzählen lassen! Ne, danke. Das ist überragend. Was eine Technik. Ach, und jetzt geht's wieder zu. Wow. Ist es jetzt auch da? Wow, was eine Technik. Ey, das ist ja krass. Das ist ja wirklich krass. Cool. Komisch, ja. Das ist wirklich merkwürdig, oder? Da sehen wir es, den Plattenbau. Mein Block, mein Viertel, meine Gegend. Naja, aber wirklich, das war ja gestern so voll. Und jetzt einfach nichts mehr los. Es ist komplett leer. Gestern war hier Stimmung, Musik, alles. Ja.
Leute waren draußen, hauptsächlich natürlich nur Rentner, nicht zu meinem Alter und Kinder. Also eigentlich nur, eigentlich Kinder auch nicht mehr zu der Uhrzeit. Krass. Das ist wirklich krass. Absolut merkwürdig. Das ist wirklich so gruselig. Vor einem Tag war hier eine Riesenstimmung und... Bitte, bitte schaut euch das an. Jetzt schaut euch das an, hier ist einfach gefühlt niemand mehr. Das ist so gruselig. Einfach eine andere Welt, wirklich. Freunde, ihr wisst mir gerade nicht, was mir passiert ist. Meine scheiß Apple Watch lag hier. Wir haben einen absoluten Nervenzusammenbruch bekommen. Ich werde nicht mehr. Wirklich. Ich habe diese Apple Watch, bevor wir Fußball spielen gegangen sind, auf dem Platz da, habe ich die bei meiner Mutter in die Tasche gepackt. Und die ist dann irgendwie rausgefallen. Keine Ahnung. Meine Mutter wusste selber nicht, dass meine Apple Watch da drin ist. Und dann ist sie irgendwie rausgefallen. Ich bin erstmal ewig gesucht und ja, jetzt habe ich sie gefunden. Naja, ich wusste es doch und jetzt lag sie da. Ich hab keinen Bock mehr. Ich kann schon nicht mehr reden, ich bin so im Arsch. Ganze Tag, Das hat mir jetzt den Eis gegeben, wirklich. Zum Glück lag die da noch. Also kann ich. Aber funktioniert noch. Meine Fresse. Es ist so eine Katastrophe, wirklich. Warum haben wir. Dann morgen. Ach, der letzte Abend. Out and out, wieso ist hier Licht an? Was passiert? So. Also, ich habe ja wirklich schon echt sehr, 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 sehr viel in meinen fast 20 Jahren erlebt. Aber schaut einfach selbst. Da, passt auf. Ich hoffe, ihr seht's. Ich gucke gerade ein bisschen Fernsehen. Jetzt halte ich fest, was da steht. Tagesschau vor 20 Jahren. Die senden eine Tagesschau vor 20 Jahren. Wer schaut sich denn sowas an? Ich glaube, es ist das Ende. Ich habe es gerade noch kurz gesehen. Warum? Ich habe so viele Fragen, als wenn das jemand auf Ernst guckt und sich denkt, ey geil, eine alte Tagesschau vor 20 Jahren, die habe ich damals geguckt, Nostalgie. Hä? 6 Stunden später. Ein Abschiedsvideo. Over and out. Das war's. Letzten epischen Schritt. Bevor es aus dem Zimmer geht. Oh, Scheiße. Oh mein Gott, gut, dass es mitnimmt. Wusstest du doch irgendwas hier? Die Schränke hast du leer geräumt. Das war epische Schritte. Das Ende. Oh, wenn das. Eineinhalb Stunden schneller. Was ist denn da los? Was ist denn hier passiert? Abmoderation komplett vergessen. Lasst ein Abo und ein Like da. Kommentar wäre auch cool. Bin ein toter Mann über 2 Tage an diesem Vlog geschnitten. Bin jetzt in der Irrenanstalt. Gute Nacht, haut rein Leute, bis zum nächsten Mal und ciao.